Hey Leute, willkommen zurück bei The Story of Red Cloud, hier bei Let's Play Terraria. So, guck mal hier, ich habe die Autopause eingestellt und ich hoffe mal inständig, dass die auch aktiviert wird, so rum, wenn man einen Text durchliest. So, hier mussten wir natürlich auch noch runtergehen und am besten so, dass wir vielleicht nicht sterben. Hier war ich noch nicht, oder? Sehe ich das richtig? Da vorne ist ein Dämonenaltar auf jeden Fall. Oh, scheiß die Wand an. Wenn ich da rüber gehe, komme ich aber nicht mehr zurück. So viel steht schon mal fest. Ah, ich weiß, wo wir sind. Ich weiß, wo wir sind. Da geht's zu dieser einen Stelle, ja, wo diese ganzen Fledermaus-Spawner waren. Na gut, dann gehen wir erstmal hier lang und schauen, wo uns dieser Weg dann hinführen wird. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht, aber wir haben jetzt hier mal... Ja, sehr schön. Ich glaube, es gibt auch eine Pause. Band of Cosmic Power. One Band of Regeneration. One Band of Star Power. Und 400 Dark Souls ergeben ein Band of Star Power. Okay, hört sich auf jeden Fall ziemlich powerful an. Oh, shit. Zack, habe ich noch einen letzten Moment gesehen. This pressure plate must be hooked up to a timer. Ach so, scheiße, jetzt ist das... Okay, das ist jetzt dauerhaft scheinbar aktiviert. Das heißt für mich, ich muss jetzt hier irgendwie geschickt rüberkommen. So, die hätten wir geschafft. Ach du Heilige, wie soll ich das denn... Moment. Okay, das klappt sogar. Ich kann die von hier aus wieder... wegmachen. Okay, sehr schön. Das hat geklappt, liebe Leute. Dann lasst uns hier mal weitergehen. Was haben wir hier? Hier haben wir einen Hebel. Ah, der aktiviert auf jeden Fall die Schleuse. Ich nenne es jetzt einfach mal Schleuse. Auf jeden Fall können wir jetzt wieder zurückgehen im Falle eines Falles. Und oh, mal schauen, wo uns dieser Weg jetzt hier auch schon wieder hinführt. Also Wege über Wege und niemand weiß, wo sie hinführen. Ich weiß aber nur, dass hier wieder... eine Dingens ist, eine Falle. Wow, immer mit der Ruhe. Aha, jetzt wurde ich doch noch nicht. Ich wurde nicht von dem Typen getroffen. Sehr schön. Denn der hätte mich sonst wieder... Oh, da kommen auf jeden Fall wieder ein paar nette Skelette. Wahrscheinlich, wenn ich hier rauf trete, oder? Sehe ich das richtig? Zack, einmal rüber gejumpt. Und dann wollen wir doch mal schauen. Hier haben wir einen Dämonenaltar. Ich nutze die Gelegenheit mal. Ancient Dragonlance. Oh, das würde auf 11... Ah, die hat auch schon 11 momentan. Set to pierce enemy armor even through walls. Hits multiple times. Okay, nee, das brauche ich aber nicht. Slime Talisman, Soul Reaper, Wall of Blah, Demonite Barren könnte ich mir herstellen. Das nutzen wir einfach mal. Ich glaube nicht, dass wir normales Demonite Ore irgendwo für mal brauchen. Flaming Arrow, okay. Ja, dann machen wir erstmal hier weiter, meinetwegen. Something doesn't seem right. Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, was soll hier denn nicht stimmen? Ich sehe nur, dass hier schon wieder eine Pressure Plate ist. Ah ja, da drüben geht's weiter. Oh Mann, wie soll ich da denn jetzt wieder hinkommen? Ich muss es versuchen. So, ich glaube, wir haben da hinten jetzt wieder gerade ein paar Skelette beschworen, wenn ich das richtig gehört habe. Auf jeden Fall ist hier noch eine weitere Truhe. Dann wollen wir mal schauen. Das Ranger Emblem. Sehr schön. 15%ige... erhöhter Schaden. Warte mal, ich mach mal... Ne, ich mach nicht Loot All. Oh, Star Power und Band of Regeneration. Das ist doch schon mal sehr schön. Restoration Potions haben wir hier noch. Dann fünfmal Stinger und ein bisschen Leder. Wir machen einfach mal Loot All. Und ich glaube, jetzt muss ich noch einmal kurz gleich unseren guten alten Safe nutzen. Damit wir... Ey, was soll denn das? Will das abbauen? Wieso darf ich das denn bitte nicht abbauen? Das ist ein Weit... So viel steht schon mal fest, auf jeden Fall. Das ist doch scheiße. Hä? Okay. Doch, jetzt ging das. Ich frage mich nicht, warum das gerade nicht ging, Leute. So, hier habe ich eine Nachricht wieder. Die könnten wir mal lesen. Spike Necklace. Thrown Effects. One Thrown Potion. Two Iron Bars. Okay, das gibt den Thorns Effect. Curvaceous Silver Serpent Ring. One Punkt, Punkt, Punkt Bar. 20.000 Dark Souls. Wearing this ring will draw more souls from every fallen creature. Oh, nice. So, wo kommt der? Da ist er. Oh, hier ist schon eine Falle wieder. Da sind ein paar Dark Souls. Frag mich nicht, wo die schon wieder herkommen. Als ob da irgendjemand abgesoffen wäre oder so.
Da ist er. Ja, den haben wir erwischt. Schade, das kriege ich jetzt leider nicht mehr. Ja, lass uns einfach mal hier durchgraben. Obwohl, Moment, bevor ich so etwas mache, sollte ich mir vielleicht den Safe hier hinstellen. Shit, wieso? Ich würde den Safe hier gerne hinstellen. Ne, wegwerfen sollte den nicht. Ach, wahrscheinlich geht das jetzt nicht, weil das ja sofort die Pause aktiviert. Ah, shit. Wieso ist es jetzt so dunkel? Frag mich nicht, keine Ahnung. Ich würde gerne ein paar Sachen hier reinpacken. Und zwar erstmal das Leder. Das Ranger-Emblem würde ich gerne anziehen. Und zwar gegen den Armored Moon Charm. Den brauche ich eh nicht. Der macht ja nur, dass ich ein Werwolf werde, wenn ich ihn trage. So, noch irgendwas, was weg könnte. Das Band of Regeneration packe ich mal für den Kompass rein. Den finde ich jetzt nicht so pornös. Die Uhr behalte ich erstmal hier. Die Crystal Shards könnten hier mit rein. Die Dämonenbarren könnten hier mit rein. Und ich glaube, das war es dann erstmal soweit. Obwohl die Dämonenbarren könnten ja auch noch mit rein. Und dann sieht das doch eigentlich schon mal ganz gut aus. So, dann schnappen wir uns den hier auch wieder, den Safe. Und dann killen wir die nochmal. Und dann grabe ich mich jetzt hier durch. So, jetzt muss ich schauen, dass ich... Ach, das ist scheiße. Das ist halt die Kacke. Guck mal, ich kann jetzt so auch nichts mehr nehmen. Das heißt, ich muss mir die da jetzt alle da oben reinziehen extra. Das ist halt der Nachteil jetzt an dieser Geschichte. Das ist ein bisschen blöd. Aber was will man machen? So. Und dann lasst uns hier mal eben das Teil öffnen. Ich bin, wow, gespannt, wo wir jetzt landen werden. Ob wir hier irgendetwas Interessantes entdecken. Ich könnte hier mal eben, hopp, Luft holen. Oh, Vorsicht. Da, nein, wollte ich eigentlich ungern rauftreten. Scheiße. So, hier geht's noch tiefer. Notfalls nehme ich Jill's Potion. Wieso geht das hier wieder nicht weg? So. Oh, fuck, fuck, fuck. Moment. Aber hier ist Luft, hier ist Luft, hier ist Luft, hier ist Luft. Wer ist denn da jetzt gerade gestorben? Moment, ich nehme mal Jill's Potion. Oder Gills Potion, sorry. So. Hammer und Axt und so brauche ich eigentlich eh nicht da oben drin. Die benutzen wir eh einfach immer mit Shift. Okay, liebe Leute, dann wollen wir mal schauen, was in dieser Truhe ist. Ein paar Flaming Arrows und ein Iron Skin Potion. Zack, natürlich alles rausgegeiert. Da ist schon wieder jemand gestorben. Mann, 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 nur. Wer wird denn gleich ins Gras beißen? So, Life Crystal, den muss ich jetzt auch hier oben rausnehmen. Und hier oben ist sonst nichts Interessantes. Na gut, dann gehen wir wieder zurück. Hier ist auch schon wieder jemand gestorben. Also die saufen immer alle ab hier. Achso, das wird wahrscheinlich die Olle da gewesen sein. Oh, hier ist ein bisschen Luft, okay. Das Problem ist nur, ich kann gerade keine Luft atmen. Ich ertrinke praktisch an Land, könnte man sagen. Okay. Hier hätten wir uns auch den Weg durchgegraben. Und hier ist schon wieder... Halt, nee, die Truhe ist offen. Silver Bars, Iron Skin und Flaming Arrows. Okay, dann machen wir mal Loot All. So, Moment. Oh, oh. Okay, sehr schön, das hat geklappt. Hier komme ich sogar raus. Hilft mir allerdings nicht sonderlich viel. Und hier geht es scheinbar jetzt in den Dschungel, oder wie sehe ich das? Ich glaube, hier geht es in den Dschungel, liebe Freunde. So, und zack, jetzt ist... Oh, das sind zwei Piranhas sogar. Aber die haben natürlich gegen meinen guten alten Speer überhaupt gar keine Chance. Ha. So habe ich mir das doch gedacht. Was haben wir hier jetzt wieder? Einen Zwergentypen. Okay, einmal ein bisschen... Ach nee, ich brauche ja gar keine Luft. Stimmt ja, ich brauche keine Luft. Ich bin viel zu cool für Luft. So, oh, aua. Was ist das für einer? Ich würde gerne nochmal den Namen sehen. Das ist ein anderer. Ruthless Old Poisoned Dagger. Okay. Na kommt. Oh, nimm doch... Genau. Nimm doch die gute alte Lanze. So, da haben wir wieder den nächsten. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Eingeborener oder so. Das ist doch kein... Oh, ein Manhunter. Ein Kopfgeldjäger. Oh, der hat aber mega viel... Mega viel... Scheiße. Ich sollte hier jetzt bitte nicht sterben. Nein! Red Cloud's Skull was crushed by Manhunter. Ach du heilige Scheiße. Okay, das könnte jetzt ziemlich interessant werden, dort wieder hinzukommen.
Oh Mann, okay, wir müssen auf jeden Fall hier runter. So viel steht ja schon mal fest. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. So, dann ging es hier rum. Ich weiß gar nicht, war der Weg so weit oder war das gar nicht so weit? Jetzt mussten wir hier runter. Genau, hier sind auch noch ein paar Souls. So, das Teil war jetzt an den Timer rangebunden, sag ich mal. So, das heißt aufpassen. Ah! Zack, da wollten die mich doch glatt abballern, die Scheißdinger. Oh, okay, und hier haben sie es sogar geschafft. Und rüber mit uns. Okay, wir sind erstmal in Sicherheit. Und hier geht's noch... Wow, weiter runter. Ey, wenn ich jetzt gestorben wäre. Boah, ey. Immer mit der Ruhe, Grants. Immer mit der Ruhe hier. Keine falsche Hektik jetzt bitte. Okay, so. Ich würde mir auch ganz gerne dann mal eben meinen guten alten Bogen reinnehmen. So, das hat geklappt. Okay, jetzt muss ich hier wieder Gil's Potion gleich nehmen, denke ich. Ansonsten wird das schwer und wir müssen auf jeden Fall, oder was heißt wir müssen, aber ich will auf jeden Fall meine Dingens zurückhaben. Meine Items, meine Dark Souls. Weil das waren 6000 Stück oder so und wenn die weg wären, einmal atmen, wenn die weg wären, das wäre echt böse. So, wir haben hier 8... Glowsticks. Ich komme auf jeden Fall hin. Das ist schon mal auf jeden Fall was wert. Hier ist ein Maneater. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier schon lang soll, weil in der Burg, oder was heißt in der Burg, aber im Dingens war eigentlich noch ein bisschen was zu tun. Deswegen, ah, da vorne ist auf jeden Fall, oh, fuck, fuck, fuck. Ich kriege keine Luft mehr. Ich brauche Luft. Ich muss atmen. So, okay. Ich würde gerne nochmal zurückgehen. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob wir wirklich hier schon hingehören. Vor allem, wenn jetzt hier noch so ein Typ kommt. Ey, scheiß die Wand an. Irgendwas... Gil's Potion habe ich hier noch. Der könnte da mal eben hin. So. Mit Gil's Potion ist das doch alles hier gleich ein bisschen schöner. Weil wir müssen noch schauen, Leute. Wir müssen noch schauen, dass wir... da hinten hinkommen, wo noch der andere Weg war. Ich will jetzt hier nicht irgendwie schon zu weit vorpreschen, sag ich jetzt einfach mal. Sondern ich will schauen, ob wir dort noch ein anderes Item bekommen. Hier muss ja irgendwo auch noch die The Cloud in the Bottom sein. So, Gil's kann weg. Okay. So. Jetzt muss ich aufpassen, genau, dass ich hier... Oh, shit, die wurden ja doch aktiviert. Hey, wodurch seid ihr Skelette denn jetzt erwacht? Na egal, ihr werdet auf jeden Fall sterben, denn mein guter alter Bogen, der ist immer für ein bisschen Action gut. Okay, hier, die Dinger schießen immer noch munter. Oh Mann, Black Slime, lass mich doch in Ruhe. Okay, der wäre down. Jetzt lass mich schauen, wo wir jetzt hier wieder rauskommen. Ah, hier ist das nächste Unterwasserteil. Ich glaube, ich weiß dann, wo wir sind. Weil hier habe ich auch noch nicht alles abgesucht. Muss ich ja mal gestehen. Da habe ich auch noch ein bisschen was offen. So, ich glaube, da vorne kann ich mal eben schnell mir ein bisschen Luft holen. So, okay, das hat geklappt. Und dann sollten wir uns mal eben Gil's Potion reinziehen, oder? Meint ihr, das klappt so? Boah, das klappt ja gerade ganz knapp genau, dass man hier raufkommt. So, da oben kann ich Luft holen. Das sollte ich mal eben schnell machen. So, hier. Ein bisschen Luft eingeatmet. Zack, zack, zack. Komme ich hier rüber. Ja, das passt auch. Auch das passt. Und hier oben war ich auf jeden Fall auch noch nicht. Das weiß ich. So, also hoch mit uns. Und dann mal nachgeschaut, was hier in der Truhe ist. Silverwatch schon wieder. Throwing Knives. Ja, was könnten wir mit den Throwing Knives machen? Die lasse ich erstmal hier. Shuriken haben wir hier noch. Die können hier hin. Und dann machen wir mal Loot All. Und dann würde ich die Chance auch gerne nutzen, wo wir hier schon mal gerade so sicher stehen, dass wir hier einen kleinen Cut machen. Vielen Dank, dass du wieder zugeschaut hast. Und ich sage einfach mal, bis morgen. Mach's gut. Ciao.